So, gleich geht's los mit der Wochenshow. Entschuldigung, ist da noch frei? Nein, der Platz gehört meiner Frau. Ah, wo ist Ihre Frau? Die ist tot. Oh, es tut mir leid. Aber dann hätten Sie die Karte doch weitergeben können an Ihre Verwandten oder so. Nein, das geht nicht. Die sind jetzt alle auf der Beerdigung. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Bastian Pastewka. Und Markus Maria Profitlich. Aus dem Kapitol in Köln. Die Wochenshow. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Schade, Trachtenvereine verlieren immer mehr Mitglieder. Enttäuschung, erstes Kelly-Konzert nicht ausverkauft. Und 9.9.99, Hochzeitsmarathon macht müde. Das Top-Ereignis, meine Damen und Herren, dieser Woche ist das Jubiläum des Deutschen Bundestages. Es gibt ihn nunmehr seit 50 Jahren. Noch älter sind nur die Steuerlügen der Politiker. Am Dienstag fand die erste Bundestagssitzung im neuen Reichstag statt. Wir haben die Entstehung des Prunkbaus noch einmal für Sie nachgezeichnet. Nach dem Umbau des Reichstages ist das Gebäude der ganze Stolz Berlins. Natürlich neben Angela Merkel. In der Planungsphase wurden den Verantwortlichen die unterschiedlichsten Entwürfe auf den Tisch gelegt. Die Abgeordneten des Reichstags machten sich für eine angeschlossene Badeanstalt stark, die leider wegen überhöhter Kosten gestrichen wurde. Haushalten war jetzt die Devise. So wurde zugunsten des Kanzleramtes am Raum der Abgeordnetenbüros gespart. Namhafte Politiker wie Oberbürgermeister Eberhard Diepgen und der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog legten selbst Hand an und brachten die Fertigstellung des Komplexes weit voran. Die Bauarbeiten mussten einen herben Rückschlag hinnehmen, als sich Boris Jelzin bei seinem letzten Berlin-Besuch heimlich ein Souvenir einstecken wollte. Nach 2 Jahren anstrengender Arbeit gab Bundeskanzler Schröder endlich das Okay. Alle Bundestagsabgeordneten packten ihre Sachen und zogen mit Kind und Kegel nach Berlin. Im Rahmen der ersten Sitzung gab es schon eine rauschende Eröffnungsfeier für die Abgeordneten. Nun hat die Politiker der Alltag eingeholt und sie gehen schon wieder ihren gewohnten Beschäftigungen nach. Der Teamchef der deutschen Nationalmannschaft, Erich Ribbeck, hat großen Grund zur Freude. Die deutschen Kicker siegten am Mittwoch 4:0 gegen Nordirland. Damit erzielten sie 4 Tore mehr, als sie für ihre Leistung der letzten Monate verdient hätten. Trotz des Erfolges bekam Ribbeck in dieser Woche überraschend Post. Hallo Uli. Hallo Erich. Hast du das E-Mail vom DFB schon gelesen? Ja, wir sind rausgeworfen worden. Ich bin auch schon am Saufen. Ich weiß allerdings nicht, wer mir das eingebrockt hat. Guck doch mal aus dem Fenster. Uli, und wo ist meine Kündigung? Und was sollen wir beide jetzt machen? Taxi fahren. An vielen deutschen Universitäten beginnt in diesen Tagen das neue Semester. Viele Schulabgänger verzichten inzwischen jedoch auf ein kostspieliges Studium und werden stattdessen Vorkoster. Und zwar nach dem Motto, probieren geht über studieren. Was der Mann auf der Straße vom Studium hält, das versuchten wir durch unsere Umfrage herauszubekommen. Entschuldigung, haben Sie studiert? Ja, sicher. Das Leben, die Speisekarte und der Weiber, wa? Ich dachte da mehr an die Hochschule. Waren Sie zum Beispiel schon mal in einer Bibliothek? Ja, sicher, ich bin jede Woche in der Bibliothek, ne? Tatsächlich? Ja, da leih ich mir mal meine Pornos aus. Sekunde, Sie meinen die Videothek, ich meine die Bibliothek. Bücher sind doch um einiges aussagekräftiger als Videos, denke ich. Entschuldigen Sie mal, ja, aber ich denke mal, Dolly Buster kommt im Video viel besser rüber als in einem Buch, ne? Dolly, wer? Ja, ich sehe schon, da haben Sie nicht so die Ahnung von, ne? Entschuldigung, Thema Studium. Haben Sie eine Hochschule besucht? Ja. Ich habe studiert, Germanistik mit Staatsexamen. Das war eine tolle Zeit. Nietzsche, Rilke, Kafka. Moment, die haben Sie alle gelesen?
Nein, das waren meine Kommilitonen, nicht? Erwin Nietzsche, Hans Rilke und Günter Kafka. Ne? Wir haben gesoffen, das war Wahnsinn. Wenn wir nicht stark waren, dann weiß ich es auch nicht. Guter Mann, haben Sie aber einen ungünstigen Platz ausgesucht zum Betteln. Hier, Studenten sind wahrscheinlich nicht sehr spendabel. Du, ich bin kein Obdachloser. Ich bin Student, Sozialpädagogik, 31. Semester. Da gibst du mir schön meine Kohle wieder. BAföG kassieren, ne? Aber dann hier rumhocken. Entschuldigung, waren Sie an einer Universität? Ja. Mein Abschluss habe ich nach 3 Semestern gemacht, meinen Doktor mit 22 und habilitiert habe ich vor 2 Monaten. Donnerwetter, und wie betätigen Sie sich jetzt? Ich habe gerade meinen allerletzten Schein gemacht. Jetzt, nach dem Studium? Ja, den Taxischein. Ach so, ja dann zurück zur Wochenshow. Schon mit Ihrer ersten Sendung, meine Damen und Herren, hat sie dafür gesorgt, dass sogar unser Kanzler auf Sie aufmerksam wurde. Begrüßen Sie mit mir bei Menschen 99, Nadja Abd el Farhan. Ja. Dann. Ja. Herr Lück, ich muss Sie natürlich direkt einmal verbessern. Das heißt Nadja Abd el Farhan. Ja, das habe ich doch aber gesagt. Ach so, ja. Entschuldigung, aber nicht mal der Dieter kriegt den Namen richtig hin. Der sagt zu mir immer nur, Nadja, ab auf Matratze! Na gut, ich meine, ja, Sie sehen, Sie kommen beim Publikum an. Was wäre denn, wenn ich Sie einfach Nadel nenne? Ja, das ist eine ganz gute Idee. Das kann man sich viel leichter merken, denke ich mal, nicht? Als Nadja, ab auf Fahrrad! Ja, ja. Sagen Sie mal, Nadel, warum sprechen Sie eigentlich so laut? Hä? Was? Warum Sie so laut? Warum schreien Sie so? Ach so, ja, ich hab, ja. Oh, das habe ich jetzt vergessen. Das ging in dem ganzen Wirrwarr, ging das irgendwie unter hier. Der Dieter, der komponiert gerade einen neuen Hit und da habe ich die da reingetan. Ach ja. So. Ja. So. Da sind sie raus. Nadel, also mit viel medialer Aufmerksamkeit haben Sie das Magazin Piepja übernommen am vergangenen Sonntag, die erste Sendung bestritten. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, ich danke Ihnen sehr, Herr Lück. Und ich hoffe, ich habe all meinen Kritikern gezeigt, dass ich besser bin als meine Vorgängerin, die... Ja, ich hoffe, ich habe meinen Kritikern gezeigt, dass ich besser bin als meine Vorgängerin, die Hohlenuss. Ja, hallo Dieter. Essen steht in der Mikrowelle. Ja, also nun zurück zu Ihrer Sendung. Nadel, ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie mit diesem Skandal um den Bundeskanzler, dass Sie diesen Skandal bewusst inszeniert haben, um Quote für die nächste Sendung zu machen. Ja, das stimmt, aber es war Dieters Idee. Finden Sie das nicht ein bisschen geschmacklos? Haha, ja, geschmacklos ist Wasser. Hat er Dieter gesagt, soll ich sagen. Gute Antwort, toll, spontan und witzig. Ja, das ist cool. Das ist wirklich beeindruckend. Nadel, haben Sie denn davon noch mehr auf Lager? Ja, zum Beispiel, was ist denn das Lieblingsgericht? Das ist ein schweres Wort. Ja. Was ist das Lieblingsgericht vom Dieter? Nadelsalat? Haha, ja, der war gut. Ich habe aber noch einen. Ja, nur zu, nur zu, nur zu. Und zwar... Toll. Sehr sympathisch. Was trägt denn der Dieter für Anzüge am liebsten? Nadelstreifen. Ja, ein super Witz. Ich habe nämlich... Das muss man vielleicht auch mal sagen. Ich habe Witz, Charme und Charisma. Ich bin selbstständig. Ich stehe auf eigenen Füßen und ich bin auf keinen angewiesen, sagt der Dieter. Ich bin eine intelligente, dynamische Powerfrau, die auch nackt ganz gut aussieht. Ja, aber das natürlich, Nadel, das stimmt. Lassen Sie sich demnächst wieder für den Playboy ablichten, habe ich jedenfalls gehört. Über was können wir uns denn dieses Mal freuen? Ja, hier ist eine kleine... Ja, Herr Lück, ich habe da was vorbereitet. Hier ist eine kleine Vorschau. Da können Sie schon mal sehen, was es dann im Playboy auch zu sehen gibt. Ah ja, danke. Das ist aufgezeichnet, ja. Sehr schön. Nadel, letzte Frage. Eine etwas leicht für Sie pikante Frage. Ihr Werdegang, der weist ja nun schon einige Parallelen mit dem Ihrer Vorgängerin auf. Sie sind mit Dieter Bohlen zusammen. Auf Dieter Bohlens Anraten moderieren Sie Piep. Und Dieter hat Sie in der Fernsehserie SOS Barracuda untergebracht. Da drängt sich doch die Frage auf, wann übernehmen Sie Veronas Welt? Ja, ich würde sagen... Dieter fragen. Kann ich mal Ihr Telefon? Ja, selbstverständlich, ja, gerne. Danke. Ja, meine Damen und Herren, jetzt verstehe ich auch, warum der Dieter an der Nadel hängt. Bitte verabschieden Sie mit mir... Nadja Abd el Farhan alias Nadel! Ja. Dankeschön, dass Sie...
Stunden war ich in Frankfurt an der Börse. Ich habe hinter der Anzeigetafel vom DAX mit einer Zange an der Elektronik herumgefummelt. Und plötzlich crasht der ganze Aktienmarkt zusammen. Dabei wollte ich dem DAX nur zu einem neuen Höhenflug verhelfen. Jetzt können wir die Konjunktur ganz vergessen. Das gute alte Musikinstrument ist bei der heutigen Jugend nicht mehr gefragt. Nach Ansicht von Trendforschern lieben besonders junge Frauen elektronische Klänge, vor allem das Summen ihres Vibrators. Es gibt aber auch noch Hits, die es wirklich in sich haben. Sehen Sie dazu unsere Wochenshow Musikcharts. Sat 1 präsentiert die Top 3 Charts der Woche. Auf Platz Nummer 3 der Herzensbrecher Xavier Naidoo mit seiner Ballade Sie sieht mich nicht. Sie sieht mich einfach nicht. Nummer 1 der Vorwoche, zurückgefallen auf Platz 2. Die Backstreet Boys sagen Dankeschön an alle Fans. I want it that way. Kommen wir nun zum absoluten Chartstürmer der Woche. Von 0 auf 1, Erotik pur mit Madonna und ihrem Superhit Beautiful Stranger. Das waren die Top 3 Charts der Woche. Frauke Ludowig, meine Damen und Herren, geht bei Prominenten aus aller Welt abends ein und morgens wieder aus. Heute hat sie ein Gespräch mit Bundeskanzler Schröder geführt. Exklusiv für uns hat sie sich Zeit genommen, um über das letzte intime Geständnis von Gerhard Schröder zu plaudern. Hallo Frauke! Ich bin Frauke Ludowig, hallo und guten Abend. Ja, ich weiß, ja. Ich bin Ingolf Lücke und auch guten Abend. Frauke, Frauen behaupten ja, der Kanzler sei mindestens so attraktiv wie Ricky Martin. Führt er denn wirklich das Leben eines Popstars? Er sagt von sich selber, er kann nur noch mit Pudelmütze aus dem Haus gehen, sonst würden ihn die Teenies zu sehr bedrängen. Na, ich meine, da kann er dem Bundeskanzler ja fast leid tun, wenn er privat immer eine Pudelmütze tragen muss. Die Mütze hat er nun aber ausgezogen und noch ganz viel mehr. Wie bitte, Frauke, das ist doch nicht wahr, dass... Das haut uns um. Ja, das kann man wohl sagen. Was hast du denn sonst noch vom Kanzler in Erfahrung bringen können? Unser Bundeskanzler kifft, macht mit Frauen rum und tippt seine Zigarrenasche in fremde Urnen. Ups, ja. Ich habe ja gewusst, dass Dosköpf kein guter Umgang für den Kanzler ist. Vielen Dank, Frauke Ludowig. In Tokio, meine Damen und Herren, findet in der Woche der Welterfinderkongress statt. Mit dabei ist auch Schmusesänger und Frauenheld Julio Iglesias. Schließlich sind ein Großteil seiner Bettgeschichten frei erfunden. Es gibt aber auch noch wirklich große Geister, wie den Frühdenker, Vorrentner und Visionär Herbert Görgens. Ich befinde mich hier im Garten von Herrn Herbert Görgens. Herr Görgens hat eine sensationelle Erfindung gemacht. Hallo, hallo, bei mir aus hier. An die Geräte zu Hause. Und an meinen Nachbarn Heinz, der heute mal 12 Grad sein lässt. Herr Görgens hat eine sensationelle Erfindung gemacht, die für Radiofreunde in aller Welt eine Revolution bedeuten könnte. Wie, was, Lotion? Ich brauche keine Lotion, ich bin immer in der frischen Luft. Herr Görgens, ich spreche von Ihrer Erfindung. Ach so, ja. Sie meinen den Weltempfänger. Ich meine den Weltempfänger. Können wir den mal sehen? Ja, müssen wir mal rübergehen, sollen wir? Ja, nun bitte. Also, hier, das ist er. Das ist mein Weltempfänger. Von hier aus kann ich die ganze Welt wunderbar empfangen. Wie bitte? Ach, Tag auch, junger Mann. Schön, dass ich Sie bei mir empfangen darf. Empfangen? Wie? Und wen denn? Ja, jetzt kommt keiner. Aber empfangen kann ich hier jeden. Ach, hören Sie auf, Herr Görgens, das ist doch nun wirklich Quatsch. Moment, Sie Moment, Moment. Was? Ich kann auch 5 Grad sein lassen. Was können Sie? Passen Sie auf. 5 Grad. Komm, ich jetzt im Fernsehen? Nein, zurück zur Wochenshow. Bitte. In der kommenden Woche wird in München das Oktoberfest eröffnet. Dabei wird es die Besucher wenig freuen, dass das Maß Bier inzwischen 12 Mark kostet. Die Wirte versprechen allerdings, dass das Maß irgendwann voll ist. Was Sie in der nächsten Woche sonst noch so zu schlucken haben, das sehen Sie nur bei uns in der Wochenvorschau. Montag. Borussia Dortmunds Trainer Michael Skibbe führt neue Trainingsmethoden ein und meldet seine Spieler in einer Tanzschule an. Der agile Dortmunder tanzt selbst mit, erleidet dabei allerdings einen komplizierten Meniskusschaden. Dienstag.
Nach einem heftigen Streit über ihre angeblich zu große Nase trennt sich Steffi Graf von Michael Bartels. Zur Überraschung aller präsentiert sie aber noch am gleichen Tag freudestrahlend ihren neuen Lebensgefährten. Donnerstag. Eisprinzessin Kathi Witt isst zum ersten Mal in ihrem Leben Schokoladenpudding. Nach exakt 150 Bechern ist ihre Figur im Eimer. Freitag. Ex-Außenminister Klaus Kinkel nutzt das freie Wochenende für einen Ausflug an einen Baggersee. Am Nachmittag überrascht er die anwesenden Gäste mit einem tollen Kunststück. FC Bayern-Kicker Lothar Matthäus, meine Damen und Herren, will im Winter zu den New York Metro-Stars wechseln. Dort wieder den amerikanischen Kollegen zeigen, was Fußball ist. Schließlich ist das einzige runde Leder, was man in Amerika kennt, die Bulette auf einem Big Mac. Mehr über Loda erfahren Sie nun von Karl Mund im Kicker-Magazin. Drecken, ein Elfer. Hallo. Hallo, Fußballfans. Hier ist wieder Karl Mund. Willkommen zu Dreiecken, ein Elfer. Leute, was soll ich sagen? Fußball-Deutschland hat wieder Hoffnung. Nach dem 4:0 gegen den traditionellen Angstgegner Nordirland sind unsere Jungs ja schon mit einem Bein, ne, bei der Europameisterschaft. Mit dem anderen Bein müssen sie noch gegen die Türken spielen. Ne? Ja, man wird sehen. Ich meine, das ist es ja auch. Das ist das Problem. Man wird sehen. Man sieht viel zu viel Fußball. Zu viel Fußball. Jeden Tag. Erste Liga, zweite Liga, Champions League, DFB-Pokal, Länderspiele, Testspiele, Vorbereitungsspiele für die Testspiele, ja? Was soll der Quatsch? Früher traf man sich einmal die Woche zum Fußball gucken in der Kneipe. Da sahen die Fans noch so aus. Ja. Und heute kommst du einmal die Woche nach Hause und zeigst deiner Frau so ein Gesicht. Ja, das bringt mich auch zu meinem heutigen Gast. Er ist die letzte Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Er kann rechts wie links, oben wie unten und ganz besonders rein und raus. Hier ist Lothar Matthäus. Lothar, schön, dass du da bist, Lothar. Lothar, bitte, mit hartem D. Ja, schön, dass du da bist, Lothar. Naja, wenn man einen Lothar Matthäus einlädt, ist es natürlich klar, dass man einen Lothar Matthäus bekommt, weil der Lothar Matthäus, auf den kann man sich verlassen, weil der Lothar ist einer, den kann man sich wirklich, wirklich verlassen. Das ist ganz wichtig, weil wenn man sich nicht mehr auf Lothar Matthäus verlassen kann oder verlassen könnte, Lothar, 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 wie lange kannst du eigentlich reden, ohne Luft zu holen, hä? Naja, der Lothar Matthäus, der hat halt immer eine zweite Luft. Ah, ja. Und auch, wie lange kannst du reden, ohne nachzudenken, hä? Lothar? Lothar? Na, Lothar Matthäus hat die Frage vergessen, aber das ist kein Problem, weil der Lothar kann natürlich improvisieren. Der ist in jeder Lage, Herr der Situation. Der weiß ganz genau, dass der Trainer mit einem attraktiven Fußball nur Konkurrenz macht. Aus! Lothar, könntest du mir vielleicht nochmal einen Gefallen tun? Hm? Naja, der Lothar Matthäus kann eigentlich keinem einen Gefallen abschlagen. Da ist natürlich klar, dass die Möglichkeit besteht, einen konkurrenzfreien Fußball zu spielen. Oh, ja. Lothar, könntest du mal bitte aufhören, so in der dritten Person zu sprechen? Dritte Person? Ist hier noch einer eingeladen oder was? Ja, wenn eine dritte Person eingeladen ist, da kann der Lothar Matthäus natürlich nicht in der dritten Person sprechen, weil eigentlich keine Möglichkeit besteht, dass der Lothar Matthäus an dieser Stelle noch einhaken kann, denn der Lothar Matthäus braucht in diesem Prinzip überhaupt niemanden, in dem Lothar Matthäus weiterhin sprechen kann. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass er weiter keine Person braucht, in der Lothar Matthäus spricht. Lothar, sag ich, da kann kein Schwein mehr hören, was du hier von dir gibst. Ja, nicht immer der Lothar Matthäus, der hat gesagt, so einfach, ich habe. Ich habe. Was? Zum Beispiel, ich habe von dem Vicente Litzerer so eine Ohrfeige bekommen. Du auch? Nein!
Nein, die hat der Lothar Matthäus. Die hat der Lothar Matthäus bekommen. Mats ab! Ja! Ja! Na, das hat gesessen, wa? Sag mal, Lothar, wie siehst du eigentlich deine Position so bei Bayern München? Ne? Naja, der Lothar Matthäus ist Abwehrchef. Der wer? Also ich bin Abwehrchef, ziehe Mittelfeld die Fäden und bin Spitze bei den Stürmern. Ja, aber du wechselst ja jetzt doch in deinem hohen Alter, ne? Noch von München nach New York. Wie siehst du da deine Position? Nun, der Lothar Matthäus ist Abwehrchef, zieht im Mittelfeld die Fäden und ist Spitze bei den Stürmern. Aber sag, hast du denn keine Angst mehr in der großen Stadt da? Gerade in deinem Alter, New York? Na, der Lothar Matthäus hat eigentlich prinzipiell keine Angst, weil der Trainer natürlich gesagt hat, dass eine konkurrenzfreie Komm, Mannschaft... Komm, lass uns aus! Aus! Was tut denn? Jetzt geht's ja schon wieder los. Nee, weißt du was? Wir machen das anders. Wir machen hier... Wir machen hier lieber Schluss. Ja, aber zum Abschied möchte ich dir noch was mitgeben, damit du nicht hilflos irgendwo in New York aufgelesen wirst, ne? Wie das so vielen alten Menschen passiert. Ne? Verschenken wir dir doch hier den Uwe. Uwe? Ja, Uwe ist Zivildienstleister und die Arbeit mit alten Menschen gewohnt. So, da war der Ecke in Elber. Tschüss, bis nächste Woche. Gleich noch in der Wochenshow. Top-Reporter Peter Wuttke präsentiert eine Kinosensation. Neues von Klitschko und Axel Schuld und unsere Wochenshow-Talkrunde Tantentratsch. Also bleiben Sie dran! Themen. Neuanfang. Sondertraining bei Borussia Mönchengladbach. Neuer Sparkurs. Rentner müssen Bestattung selber vorbereiten. Und klasse. Til Schweiger dreht Tarzan 2. Gebissträger. Meine Damen und Herren, stellen eine Haftcreme unterschiedlichste Ansprüche. Dabei wird in manchen Kreisen sogar ganz normale Creme als Haftcreme bezeichnet, und zwar im Knast. Sogar in Nachrichtensendungen wird inzwischen unverblümt für das unentbehrliche Hilfsmittel für die Dritten geworben. Früher dachte ich, Haftmittel für meine Dritten geht doch auch ohne. Dabei musste ich auf vieles verzichten und habe ständig aufgepasst, dass keiner was merkt beim Sprechen oder Lachen. Aber dann habe ich beschlossen, keine Kompromisse mehr. Und habe das hier, Blender Dent Super Haftcreme, ausprobiert. Warum habe ich das nicht früher probiert? Blender Dent Super Haftcreme. Leben, als wären es die echten. Das Kreuzworträtsel war in der guten alten Zeit für viele Frauen eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Heute haben die meisten Frauen ganz andere Rätsel zu lösen. Zum Beispiel, wie man ohne Totalschaden in eine Parklücke kommt. Es gibt aber auch Rätsel, die uns alle beschäftigen. Dazu schalten wir jetzt zu unserer Reporterin Anke Engelke. Es war ein grausiger Fund, den zwei Kölner Spaziergänger heute Nachmittag machen mussten. An einem Waldstück nahe der Autobahn A4 fanden sie eine männliche, bislang noch unbekannte Leiche, die der Polizei immer noch Rätsel aufgibt. Was ist gelb, hat vier Beine und lebt auf dem Baum? Das ist aber schwer. Baum. Und damit zurück zur Wochenshow. Immer mehr Frauen genießen das Single-Leben. Statt eines Mannes legen sich die Powerfrauen einen Hund zu. Der Grund, er lässt sich zum Urlaubsbeginn besser an der Autobahn aussetzen. Was es sonst noch über die drolligen Vierbeiner zu berichten gibt, das sehen Sie in unserem Ratgeber Tiere. Heute zum Thema Hundehaltung. Das Bild vom Hund als bester Freund des Menschen ist seit einiger Zeit angekratzt. Viele Vierbeiner tanzen ihrem Herrchen einfach auf der Nase herum. In manchen Fällen stiehlt er dem Besitzer nicht nur im Urlaub die Show, sondern spannt ihm auch noch die Urlaubsbekanntschaft aus.
All diesen Unarten kann eine ordentliche Erziehung vorbeugen. Die Haltung im jungen Alter ist ausschlaggebend. So muss ein Hund nicht lässig sein, um anderen Lebewesen mal eine kleine Freude zu bereiten. Ein gut erzogener Hund kann zur Freude seines Herrchens jederzeit die amüsantesten Kunststücke vollbringen. Vergessen Sie aber bitte nie, dass ein Hund immer noch ein Tier ist. So gehört die Markierung seines Reviers genauso zu ihm wie seine kalte Schnauze. Pflegen Sie Ihr Tier und der Hund wird jede Gelegenheit nutzen, Ihnen gebührend seine Dankbarkeit zu erweisen. Meine Damen und Herren, es ist fast unglaublich, aber Sat.1 hat einen sensationellen Coup gelandet. Pünktlich zum Jubiläumsjahr hat unser Sender die kompletten und alleinigen Rechte an allen Filmen des großen Regisseurs Alfred Hitchcock gekauft. Wir haben heute einen Mann zu Gast, der im Auftrag des Senders die Meisterwerke digital bearbeitet und auf den neuesten Stand bringen wird. Begrüßen Sie mit mir unseren Starreporter, unseren Sat.1-Redakteur Peter Wuttke. Peter. Peter, ich muss sagen, ich freue mich, dass du da bist. Ich beneide dich ein bisschen, weil ich bin absoluter Hitchcock-Fan. Peter, du bearbeitest die Klassiker des Großmeisters Alfred Hitchcock. Wie geht das vor sich? Ja, ich habe so einige Szenen habe ich umgeändert, weil die mir nicht so gefallen haben. Wie, du hast Szene des Originale. Inwieweit? Ja, man möchte sich doch so beim Film entspannen. Ja? Und nicht so schweißgebadet im Sessel sitzen, oder? Aber Peter, entschuldige mal, das ist doch gerade das Wesen von Hitchcock-Filmen. Das sind doch Thriller. Ich kann allein das Wort kann ich schon nicht mehr hören. Ich krieg da Albträume von Ingolf. Ja, gut, also Peter, was hast du denn nun konkret an diesem Film verändert? Gut, du kennst doch bestimmt diese grässliche Duschszene da. Ja. In Psycho. Ja, ja, ja. Also die ist jetzt bei mir überhaupt nicht mehr blutrünstig, nein. Wieso? Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Die Frau hat nämlich die Badezimmertür abgeschlossen. Verstehe, Peter. Du hast die Szene quasi aufgewertet, eigentlich Hitchcock neu interpretiert. Die Badezimmertür ist abgeschlossen und Norman Bates tritt diese Tür dann ein. Nee, der kommt da gar nicht rein dann. So. Ja gut, aber was ist zum Beispiel, Peter, die Maisfeld-Szene aus Der unsichtbare Dritte, ja, wo ja. Cary Grant über dieses Feld läuft, ja, und das Flugzeug bedrohlich über ihm schwebt, da hast du doch... Grässlich, ne? Ja. Nee, bei mir läuft der. Also über so eine schöne Frühlingswiese. Ah. Und das Flugzeug oben drüber, was ist da? Nee, da sind Wolken. Wolken. Und zwei Schmetterlinge, aber die haben's drauf. Oh, ja, ja. Gut, Peter. Was ist mit das Fenster zum Hof, wo James Stewart mit gebrochenem Bein in der Wohnung sitzt und gegenüber diesen grässlichen Mord beobachtet, ne? Ja, abscheulich. Aber mir hat er sich den Finger verstaucht und schreibt falsch Parker auf. Aha. Und die Vögel? Ja, da hatte ich die meiste Arbeit mit. Ja, aber das ist gut geworden. Man sieht's auch am Titel. Wie denn? Die Schildkröten heißt er jetzt. Dann können wir unsere Gänsehaut vergessen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, Peter Wuttke. Bitte. Danke, Peter. Wir sind gespannt. Bleib hier, Peter. Und nun, meine Damen und Herren, der Nachrichtenüberblick mit der unheimlich spannenden Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Berlin. Bundeskanzler Gerhard Schröder nimmt seine Arbeit mehr als ernst. Sogar an seinem Geburtstag blieb er der Kabinettssitzung nicht fern. Moin, Yoshi. Moin. Was war heute noch für ein Tag? Happy Birthday. Dankeschön. Bonn.
Der Ex-Bundespräsident Roman Herzog ist in Gedanken stets bei seiner Frau. Das zeigte sich vergangene Woche bei einem Besuch in der ehemaligen Bundeshauptstadt. Darf ich mal anfassen? Genauso stoppelig wie der Po von meiner Christiane. Der designierte SPD-Generalsekretär Franz Müntefering gilt in seiner Partei als besonders beliebt. Besonders die Frauen lieben seinen Charme. Wenn du mit den beiden durch bist, bin ich aber mal dran. Super Spruch, Chef. Kansas City. In der amerikanischen Metropole kam es zu einem tragischen Eifersuchtsdrama. Ein 80-Jähriger erschlug seinen Nebenbuhler. Das Opfer hatte sich 55 Jahre lang im Schlafzimmerschrank versteckt. Berlin. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Klaus Kinkel ist sichtlich erfreut über den Umzug der Regierung nach Berlin. Bei der ersten Sitzung des Bundestages im Berliner Reichstag ließ er seiner Freude freien Lauf. Zu den Börsen-News mit Martin Koch. Ja, ein Hallo hier von der Düsseldorfer Börse. Anke, wenn ich dich von hier aus so sehe, muss ich sagen, ich würde bei dir auch gerne mal was anlegen, wenn du verstehst, was ich meine. Danke, Martin, aber auf deinen DAX kann ich verzichten. Zur Börse bitte. Ja, an der Börse wirklich heiß her. Ein spannender Tag für Börsianer, die nicht kaufen, wieder verkaufen, wieder kaufen. Den Index im Blick behalten, Risiken kalkulieren, zupacken und entscheiden. Man spürt, wie viel Macht man hat, wie viel Bedeutung. Das ist Börsenalltag. Ich bin ein Global Player. Ich mache Geschäfte mit New York. Ja, wo steckt die Pfeife? Mit Tokio, mit Alter, Buenos Aires. Wo bleibt mein Kaffee? Und ich mache meinem Chef den Kaffee. Der ist schon fertig. Komm sofort. Danke, Martin. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lück. Danke, Anke. Die Werbeindustrie, meine Damen und Herren, denkt sich immer wieder etwas Neues aus. So sollen in Zukunft viele bekannte Politiker in Werbespots zu sehen sein. Rudolf Scharping wird allerdings nur in der Schleichwerbung eingesetzt. Wir haben ebenfalls ein paar ultramoderne Spots für Sie. Ich bin Professor Dr. Test. Eine starre Zahnbürste kann das Zahnfleisch reizen, ja sogar verletzen. Nicht so die neue Dr. Test Ultra Plus mit Schwingkopf, Kugelgelenk, flexiblen Borsten und Kautschukstil. Die neue flexible Dr. Test. Ein guter Rat von Dr. Test. Hallo, was gibt es denn? Hallo, keine Ahnung. Wieder eine Neuheit aus der Mami-Fix-Küche. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ja, Mamifix für keine Ahnung verwandelt auch Ihr Essen in sekundenschnell in eine nicht erkennbare Masse. Einfach aufreißen, einstreuen, einrühren, fertig. Und jetzt ganz neu Mamifix für nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Mamifix für keine Ahnung und Mamifix für nicht schon wieder. Neu im Mamifix-Regal. Mein Name ist Professor Dr. Test. Nach dem Dr. Test Schwingkopf haben wir im Dr. Test Labor jetzt wieder eine Neuheit entwickelt, den Dr. Test Schminkkopf für einen farbigen Start in den Tag. Und jetzt ganz neu den Dr. Test Schminktopf. Den gibt der Zahnarzt seiner Haut. Ein guter Rat von Dr. Test. Sommerzeit ist Picknickzeit. Aber Vorsicht, Sommerzeit ist auch Insektenzeit. Fliegen, Mücken und Wespen machen einem da das Leben schwer. Doch halt, reagieren Sie nicht unüberlegt. Es muss nicht immer gleich die chemische Keule sein. Lernen Sie von der Natur. Entscheiden auch Sie sich für die natürliche Art der Insektenabwehr. Entscheiden Sie sich für Kuhschwanz, die bessere Alternative. Wenn
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trend in Prozent, dem Meinungsmagazin der Wochenshow. Meine Damen und Herren, die Zahlenmagie lässt uns bis zum Jahresende einfach nicht mehr los. In dieser Woche gab es den mit Spannung erwarteten 9.9.99. Und wir wollten von 99% der Bundesbürger wissen, welche Bedeutung haben für sie Schnapszahlen. 11% erklärten, mit Schnapszahlen ist es wie mit Sternzeichen, an sowas glauben wir Steinböcke nicht. 33% schwörten beim Sex auf 66, besonders wenn man die hintere 6 umdreht. Und 55% meinten, wozu Schnapszahlen? Ich mache einfach einen Deckel. Ah, nicht nur beim Mann auf der Straße, sondern auch bei einigen Prominenten haben wir uns erkundigt. Wir wollten wissen, hatten Sie am 9.9.99 ein besonderes Erlebnis? Ja, Luciano Pavarotti begann an diesem Tag mit seiner 9.999-Kalorien-Diät. Brandenburgs Sozialministerin Rita Hildebrand machte die erste Atempause seit dem 8.8.88. Und Verona Feldbusch wartet lieber auf den 2.2.22, weil sie nicht bis 3, geschweige denn bis 9 zählen kann. Womit die Deutschen sich am 9.9.99 hauptsächlich beschäftigten, das wissen Sie natürlich alle. Es wurde auf Teufel komm raus geheiratet. Ob eine Ehe gut geht oder nicht, wird manchmal schon bei der Hochzeitsfeier deutlich. Das bringt uns auf die Frage der Woche. Woran erkennen Sie eine misslungene Hochzeit? Auf Platz Nummer 10. Sie laufen nackt in die Kirche, weil No Smoking dran steht. Auf der 9. Vor der Hochzeitsnacht müssen Sie Ihre Braut aufblasen. Auf der 8, statt mit Reis werfen die Gäste mit Pommes. Auf der 7, die Braut heißt Karl-Heinz. Auf der 6, aus der Hochzeitstorte springt Heller von Sinnen. Auf Platz Nummer 5, die Hochzeitskutze wird von Indianern überfallen. Auf der 4, auf allen Geschenken klebt ein Kuckuck. Auf Platz Nummer 3, woran Sie erkennen, als eine Hochzeit misslungen ist. In der Hochzeitsnacht müssen Sie eine Nummer ziehen. Auf Platz Nummer 2, Sie heiraten ganz in Schweiß. Und das deutlichste Anzeichen für eine misslungene Hochzeit ist auf Platz 1, der Pfarrer heißt Fliege. Das war Trend in Prozent für diese Woche. Sag mal, hast du eigentlich den Herd ausgemacht? Mhm, ja. Ah, gut. Es sind noch 2 Wochen bis zum Kampf von Axel Schulz gegen Wladimir Klitschko. Selbst Schulz-Fans glauben nicht an den Sieg des deutschen Boxprofis. Schließlich kennen alle seine Rechte. Sehen Sie exklusiv in der Wochenshow, wie entschlossen Axel Schulz sich dennoch auf den Kampf vorbereitet. Der Axel, Schulz, ja, und ich finde das total dufte, dass er mir wieder bei meinen Vorbereitungen zu dem EM-Kampf gegen den Klitschko, dass er mir da zugucken wollt. Ich meine, der ist ja nur auch schon in ein paar Wochen der Kampf, ja. Und mir geht auch der Arsch schon dementsprechend ganz schön auf den Keks geht er mir, der Klitschko, aber jetzt sowas von auf den Keks geht er mir, der Arsch, du. Vladi, Vladimir, das hab ich nicht so gemeint, das wollte ich nicht so sagen, ja? Popo vielleicht, ja? Okay, naja, der Klitschko, ja? Der hat ja auch auf jeden Fall sowas von einem Wumms, ja? Das ist ja auch das, wofür ich mich jetzt vorbereiten tue, ja? Denn ich muss auf alle Fälle das Fallen üben, ja? Hey, hier ist noch ein bisschen hart, ja? Mensch, Zuckerschnut. Ich darf ja nicht an den Klitschko denken, du. Wir sehen uns nächste Woche, wa? Soweit aktuelle Vorbereitung von Axel Schulz. Aber auch der Gegner von Axel Schulz, Wladimir Klitschko, fiebert dem Kampf entgegen. Dabei hat Klitschko nur eine Befürchtung, dass ihn bereits beim Anblick des untrainierten Schulz der Schlag trifft. Wie sich die Klitschko-Brüder derzeit beschäftigen, das sehen Sie jetzt. Herr Ober, bitte zahlen. Vitali. Wladimir. Jetzt was essen.
Geschichte dafür. Ja, ein sahniges Hallo allerseits. Und willkommen bei Tantendraht. Ich begrüße meine illustre Lästerrunde. Zu meiner Linken Frau Lüttich. Guten Tag. Hallo. Frau Lüttich. Zu meiner Rechten Frau Havixbeck. Guten Abend. Herzlich willkommen. Und natürlich auch Frau Plumpe, ja. Also, genau. Schön, dass ihr alle immer noch da seid, ja. Es hat ja doch auch eine große Hochzeit wieder dieser Woche zu vermelden gegeben. Peter Graf hat jetzt das Kindermädchen von unserer Steffi geheiratet. Und zwischen den beiden liegen über 20 Jahre. Früher war das schon ganz anders, ne? Ja, früher war man mit 16 verheiratet, mit 18 war meine Mutter und mit 20 Witwe. Oh. Ja, das waren noch Zeiten. Kann ich noch ein Eierlich hören? Aber ja, liebe Frau Havixbeck, ich sage ja immer, wer Sorgen hat... Der war auch für den Spott nett zu sorgen. Ja! Darf ich Ihnen, Frau Plumpe, noch ein bisschen Schwarzwälder Kirschtorte reichen? Das ist wunderbar, das ist ja ganz gut. Bitte schön. Also... Kinder, ich sag euch mal ganz ehrlich, ja, ich würde sowieso immer nur geheim heiraten in Dänemark, immer nur. Mein Nachbar, der Günther Friesenbeck, der hat auch heimlich geheiratet. Seine Frau weiß heute noch nichts davon. Ja, ich meine, da sieht man ja gleich mal, was man davon hat. Heute zählt eine Ehe so viel wie eine Dauerwelle. Wenn es keinen Spaß mehr macht, trennt man sich von ihr. Nur, dass man von der Scheidung keinen Spliss kriegt. Oh, wenn ich an die stabile Reichsmark zurückdenke. An die Reichsmark, aber der Bismarck, das war ja auch noch ein Kanzler. Ja. Was es da nicht alles gibt, der hat alles für das Straßennetz getan. Das ist wahr. Überall gibt es eine Bismarckstraße. Ja, Entschuldigung. Ja? In Köln gibt es eine Bismarckstraße. In München gibt es eine Bismarckstraße. In Frankfurt an der Oder gibt es... Liebe Frau Pumpe, erzählen Sie doch einmal an, was Sie so Schönes denken, wenn Sie an Ihre Hochzeit zurückdenken. Ja, Streuselkuchen, Apfelcremetorte mit Sahne, Schwarzwälder Kirschtorte mit Sahne, wir haben eine Obsttorte gehabt, wir haben viel Sahnetorte gegessen, wir haben die ganze Fantastisch. Das war ja bei uns ganz anders, nicht? Ja. Das war bei uns ganz anders. Wir hatten ja gar nichts, nicht? Ach so. Ja, wir hatten gar nichts, haben wir. Oh, Frau Havixbeck. Wir konnten uns ja noch nicht mal Eheringe leisten. Nee, wir hatten Zwiebelringe, hatten wir. Ja. Ja. Und für so eine Hochzeitsnacht hat es dann auch nicht mehr gelangt, ne? Mensch, darauf noch ein Eiermann. Ja, liebe Frau Havixbeck, ich sage ja immer, Armut ist... Wenn man trotzdem lacht. Kinder, habt ihr übrigens gesehen, wie unsere Fergi zugelegt hat, ja? 90 Kilo Hüftgold und alles aus Kummer, ja? Wenn ich so aussehen würde, hätte ich auch Kummer, wa? Ja, aber die Folge, die geht ja nun wirklich, meine Lieben, die geht ja nun wirklich schon sehr, sehr auf die 40 zu, ja? Die hat ja echt Torschlusspanik, nicht wahr? Nein, die spielt doch gar keinen Fußball. Schade eigentlich, die wäre doch was für unsere Nationalmannschaft, jetzt wo der Müller sie rausgenommen haben, nicht wahr? Hier haben sie damals die Gallensteine rausgenommen. Oh ja. Das war ein Drama. Ach, schrecklich. Ja, genau wie bei dem Goethe, aber der hatte ja Wallensteine, nicht wahr? Ja, das ist richtig, das war ganz kann ich noch hier so einen Ja, aber natürlich, liebe Frau Havixbeck, bitteschön, ja. Aber es gibt ja auch Goethestraßen in München, ja. In Köln. Ja. In Göteborg gibt es... Frau Plumpe, noch ein Küchelchen. Ah ja. Ihr seid zu mir. Kinder. Schade. Schade, dass die Zeit so drängt, ja. Das ist noch so ein großes Stück, das kann ich doch einfach. Ich habe Tupper dabei. Ach nein! Das sind ja. Ha! Was für ein schöner Tag. Ich würde sagen, Kinder, darauf trinken wir noch einen, ja? Ich sage ja immer so jung. So wunderschön wie heute. So jung kommen wir. In Frankfurt gibt es eine Goethestraße. So jung kommen wir nie wieder. In der Eifel. Ja, besser hätte ich es nicht sagen können.
Bonjour-Soup zu Hause bei den Mannis. Also, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Bonjour-Soup, meine Damen und Herren. Der Vorname ist für verheiratete Paare grundsätzlich überflüssig, denn laut Statistik sprechen sich 95% der Verheirateten gar nicht mit dem Vornamen an. Stattdessen sagt man Schatz, Liebling oder hau ab. Es gibt aber auch noch Vornamen, die man gerne öfter in den Mund nimmt. So auch in unserer Wochenshow Soap zu Hause bei den Mannis. Was ist denn Manni? Es hat geklingelt, Manni. Das ist bestimmt Manni, Manni. Gehst du? Ich mach grad mal die Küre, Manni. Manni, so ein Wind, Manni. Tag, Manni! Tag, Manni! Tag, Manni! Na, wieder zurück in good old Germany, Manni! Ja, Manni! Wo warst du denn, Manni? In Manila, Manni! Hattest du denn genug Manni? Wovon genug Manni? Nein, in mein Manni, Manni. Manni makes the world go round. The world go round, the world go round. Entschuldigung, bot ihr ein Herr fest? 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 Mensch, die meint Manifest, Manni! Ach, dieser gut aussehende Casanova, eine Tür weiter, Manni! Der ein Mann? Nie! Lasst uns fernsehen! Klasse Idee, Manni! Heute kommt ein Indianerfilm! Mit Winnetou? Nein, Manitou! Willkommen, meine Damen und Herren. Topmodel Claudia Schiffer hat nach der Trennung von Magier David Copperfield bereits einen neuen Begleiter. Der wurde hier von Copperfield höchstpersönlich aus dem Hut gezaubert. Das erste Bild von Claudia und ihrem neuen Freund sehen Sie in unserer Zeitung von morgen. Das war die Wochenshow. Und wenn Sie den heißen Erfolg kriegen können, klicken Sie uns einfach an unter www.wochenshow.de. Und zum Schluss zeigen Sie noch einige Szenen, die besser im Papierkorb gelandet werden. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Aber gut, ja. Ja, tschüss. The world go round, the world go round. Entschuldigung, wo die einen Manni? Ja, und ein Klausi und ein Gerti. Ich befinde mich hier im Garten von Herrn Herbert Görns. Herr Görns hat eine Sense, er musste sich kratzen. Das hat mich gerade ein bisschen umgeworfen. Entschuldigung. Oh, krank. Mückenstich. Ihr in den Klitschko, ja, dass ihr da zugucken wollt. Ich meine, der Kampf, der ist ja jetzt schon ein paar Wochen und ich hab die Hose ganz schön gestrichen. Nee, das war der Text von eben, ne? Kann das sein? Was war der von letzter Woche? Du, ich bin kein Obdachlose. Ich bin Student, Sozialpädagogik, 31. Semester. Moment, dann bringe ich das Geld aber zurück. Ihr seid nur genau die Richtigen. Ich kriege meinen Scheiß im Arschstück gar nicht wieder. Scheiße! Oh, Hilfe! Jetzt hab ich. Ah, weiter, jetzt machen wir weiter. Also. Rilke, Nietzsche, Kafka. Warte mal, über die haben Sie alle gelesen? Nein, das waren meine Kommilitonen. Hätten wir noch retten können, oder? Danke, Anke. Eine schöne Woche wünscht Ihnen DAB Pilsener.